Hi und willkommen. Es ist mir eine Ehre, dass du diesen Kurs gewählt hast und ich möchte jetzt diese Einheit nutzen, um mit dir darüber zu reden, was wird dich erwarten, was ist meine Mission, wie möchte ich dich unterstützen und was erwartest du dir eigentlich von diesem Kurs? Gut, zu mir. Ich bin Allgemeinmedizinerin und habe meinen Schwerpunkt wirklich auf die ganzheitlichen Blick zum Thema Gesundheit und zwar die ganze Gesundheit, die körperliche und die psychische gelegt. Mit diesem Kurs möchte ich dir das Wissen vermitteln, aber nicht nur das, ich möchte dich vor allem motivieren und dich begleiten auf deinem Weg zu einem gesunden Körper und einem starken Immunsystem. Wir alle wissen ja prinzipiell, was uns gut tut. Wir haben schon gehört, wir sollen uns gesund ernähren, regelmäßig bewegen, Stress vermeiden, viel an die frische Luft gehen. Das wissen wir. Aber die Frage ist, warum können wir das nicht immer umsetzen? Warum sind wir so oft in einem Funktionsmodus? Was hindert uns daran, an unserer Gesundheit zu arbeiten? Was hindert dich daran? Deshalb möchte ich diesen Kurs wirklich damit beginnen, dass du dich fragst, was ist deine Motivation? Was bist du dafür bereit einzusetzen? Der Kurs wird so strukturiert sein, dass wir jeden Tag maximal 10 Minuten Videos von uns geschickt bekommst. Und diese solltest du wirklich jeden Tag anschauen und versuchen, die Aufgaben und Challenges umzusetzen. Denn dann lernt dein Hirn, dass dir das wichtig ist und somit bekommst du es in deine Routine. Und sobald es in deiner Routine ist, ist es eine Selbstverständlichkeit und du musst nicht mehr darüber nachdenken. Du musst nicht mehr die Disziplin aufbringen und du hinterfragst nicht mehr, dass du es tust, sondern du tust es einfach. Also, wie bereits erwähnt, kommen wir jetzt zum praktischen Teil von diesem Kurs. Ich lade dich jetzt ein, nimm dir die Unterlagen, das Workbook oder schnapp dir einen Notizzettel und beantworte jetzt gleich folgende Fragen. Frage 1. Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um deinem Körper etwas Gutes zu tun, um deinen Körper zu stärken? Nimm dir Zeit, dass du diese Frage wirklich beantwortest. Was tust du bereits regelmäßig für dein Immunsystem? Schreib das auf. Werde dir bewusst, was du schon Gutes für dich tust. Frage 3. Welche Gewohnheiten, denen du regelmäßig nachgehst, schaden deinem Körper und deinem Immunsystem? Und was müsste passieren, damit der Druck groß genug ist, dass du diese Gewohnheiten loslassen kannst? Frage 4. Welche eine Sache könntest du jetzt gleich heute tun, um deinem Körper und deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun? Und zu guter Letzt Frage 5. Wann wirst du diesen Kurs ansehen? Hier kann ich dir noch einen kleinen Hinweis geben und einen Tipp, wie du auch wirklich umsetzt, was du dir heute vorgenommen hast. Morgens ist sicher ein guter Zeitpunkt. Wie du weißt, haben wir schon besprochen, es wird maximal 10 Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen, diese Videos zu sehen. Bitte mach dir einen Kalendereintrag. Trag dir einen fixen Zeitpunkt im Handy ein, schreib es in deinen Kalender. Erinnere dich mit einem Post-it, unterstütze dich selbst, damit du nicht vergisst, dass du morgen wieder dabei bist. Wenn du das um dieselbe Zeit machst, dann machst du es deinem Körper leichter. Denn wir sind Gewohnheitstiere und du wirst bald merken, dass du automatisch daran denkst. Natürlich ist es keine Tragödie, wenn du mal einen Tag vergisst oder an einem späteren Zeitpunkt machst, aber wie gesagt, für dich wird es leichter sein, wenn du zum selben Zeitpunkt versuchst, diesen Kurs zu machen. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du hier bist und wirklich bereit bist, etwas für dich und deinen Körper zu tun.
Das unterscheidet dich von vielen anderen, die zwar wissen, dass sie etwas tun sollten, aber keine Aktionen setzen. Du selbst, sei auch stolz auf dich. Wir neigen dazu, dass wir uns immer kritisieren und nicht zufrieden sind mit dem, was wir schon erreicht haben. Und ich hoffe, du nimmst dir jetzt die Ruhe und die Zeit und beantwortest diese Fragen, die ich jetzt gern nochmal für dich einblende. Ich freue mich, dich morgen wiederzusehen und auf unsere gemeinsame Reise in diesem Kurs und was wir alles gemeinsam erreichen werden. You shout it out, but I can't.